Heute vergleiche ich einen Fernauslöser von Canon für 22 Euro und einen Fernauslöser von Neuftec für 6,99. Viel Spaß! Sind die einzigen Unterschiede wirklich, dass der Canon-Fernauslöser in einem Karton ist und Canon draufsteht und der hier nur in einer billigen Plastikverpackung und, na eben, Neuftec vor Canon? Wir werden sehen. Ich habe hier eine kleine Tabelle gemacht mit drei verschiedenen Punkten, nämlich einmal Verpackung, Qualität und Reichweite. Und dann fangen wir auch gleich mit Verpackung an. Hier muss ich sagen, Canon hat die Verpackung eindeutig schöner und besser gestaltet, denn Canon hat einen ganzen Karton und Neuftec ist nur in einer billigen Plastikfolie verpackt. Und wenn man in die Canon-Verpackung mal reinschaut, sieht man, Canon hat hier sogar eine kleine Tasche für die Fernbedienung mitgeliefert. Das heißt, da kann man die reintun und im Kamerarucksack oder wo auch immer man die dann aufbewahrt oder mitnimmt, wird die dann auf jeden Fall nicht so schnell beschädigt oder geht so schnell kaputt wie die Fernbedienung von Neuftec ohne die Verpackung. Bei Neuftec hat man keine kleine Tasche dabei. Hier hat man wie gesagt nur die Fernbedienung. Allerdings muss man bedenken, Neuftec 6,99, Canon 22 Euro. Das heißt, bei der Verpackung geht der Punkt auf jeden Fall an Canon. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, Qualität. Und hierzu kann ich nur sagen, beide Fernbedienungen schauen wirklich gut verarbeitet und ziemlich robust aus. Das heißt, wenn die runterfallen, sind sie, denke ich mal, nicht gleich kaputt. Die einzigen Unterschiede sind auf der Vorderseite, auf der Canon-Fernbedienung steht eben Canon und auf der von Neuftec steht nur da Neuftec vor Canon. Auf der Rückseite sind ebenfalls nur wenig Unterschiede. Auf der Fernbedienung von Neuftec steht eine 10, warum auch immer. Auf der von Canon auf jeden Fall nicht. Und sonst schauen die da auch ziemlich gleich aus. Die Pfeile sind an denselben Orten. Und die anderen CE-Logos und so ein Zeug, sind auch an derselben Position. Also bei Qualität bekommen beide von mir einen Punkt, weil beide ziemlich gleich sind. Also wirklich sehr wenig Unterschiede. Man erkennt bis auf den Logos eigentlich keine Unterschiede. So, zum letzten Punkt, Reichweite. Auf Amazon steht bei beiden Fernbedienungen 5 Meter Reichweite. Und dazu kann ich nur sagen, das stimmt wirklich. Man kann bei beiden Fernbedienungen 5 Meter von der Kamera entfernt sein. Und trotzdem kann man problemlos Videos starten, beenden, Fotos aufnehmen, was auch immer. Das, was die Fernbedienungen eben können sollen, geht aus 5 Meter Entfernung, so wie es auf Amazon beschrieben ist. Das heißt, auch bei Reichweite bekommen beide Produkte von mir einen Punkt. Und ihr seht schon, es ist ziemlicher Gleichstand. Kommen wir nun zum Fazit dieses kleinen Reviews bzw. dieses kleinen Vergleichs. Wenn ihr eine Tasche dabei haben wollt, müsst ihr leider 15 Euro mehr ausgeben. Habt dann allerdings auch Canon auf eurer Fernbedienung stehen. Wenn euch die Tasche und das Logo Canon egal ist, könnt ihr auch nur 6,99 ausgeben und euch die Fernbedienung von Neuftec anschaffen. Beide funktionieren gleich, sind einigermaßen gleich gebaut. Und ja, der einzige Unterschied ist wirklich, dass bei Canon eben eine Verpackung dabei ist, also eine kleine Tasche. Und Canon ist eindeutig teurer als die Neuftec-Version. Beide Produkte sind, wie auch immer, unten auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt, falls ihr euch die anschaffen wollt. Das war's dann von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche Reviews, Tipps, Tricks rund ums Filmmaking sehen wollt, dann gibt es auf meinem Kanal mehr davon. Schaut mal vorbei, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin jetzt fertig mit dem zweiten Mal drehen. Ich habe das Ganze nämlich gerade eben einmal schon perfekt abgedreht gehabt, habe es auf meinem Computer gespielt, habe draufgeklickt und da stand erstmal da, Datei nicht gefunden, da habe ich nochmal drauf gedrückt und dann war es einfach komplett weg. Und wenn ich das jetzt auf meinem PC spiele und die Sachen wieder weg sind, dann raste ich komplett aus. Komplett. Aber wenn ihr es gesehen habt, dann seht ihr, anscheinend hat es funktioniert. Mein Computer hat die Sachen diesmal angenommen, wenn nicht, dann halt eben nicht. Aber anscheinend habt ihr sie gesehen, das heißt, es hat funktioniert. Und dann hoffe ich mal, ich habe jetzt nichts in dem neuen Video vergessen, weil ich habe es ja einmal gedreht und da habe ich eigentlich alles gesagt. Und wenn ich es jetzt beim zweiten Mal vergessen habe, dann ist es auf jeden Fall nicht meine Schuld, sondern die von meinem PC. Ja, dann geht es hier auf jeden Fall noch zu den letzten beiden Videos, falls ihr die sehen wollt. Und jetzt war es aber auch wirklich. Ciao, bis zum nächsten Mal.